Und zwar hat seinen eigenen. Guten Morgen! Herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Bestimmt voll laut. Es ist, glaube ich, sehr laut. Wir sind an der Raststätte, aber es ist der Tag der Tage. Heute, also jetzt, gehen wir unseren Hundi holen. Ja, und wir sind vier zusammen. Ja, das auch. Hallo. Hallo, sagt er. Ja, so. Und das Allerwichtigste, jetzt gehen wir unseren Hundi abholen. Ja, wir haben gleich 9:30. Oder ja, wir haben 9:30. Ja, 9:30. Ja, 9:30. Um 10 Uhr ist der Termin. Und wir sind seit 7 Uhr unterwegs, haben gerade kurz an der Tankstelle angehalten, weil wir unfassbar müde sind und Durst haben. Ich habe was zu trinken geholt. Jetzt geht's weiter, noch 20 Minuten fahren wir. Genau, das Ganze ist ungefähr in Bielefeld. Ihr werdet heute alles mitbekommen, wie wir den Kleinen nachher holen, dann zu Hause ihn das erste Mal. Wir werden ihn zeigen. Dann werdet ihr ihn das erste Mal sehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr cooler Tag. Voll emotional. Es wird ein sehr cooler Tag und ein sehr cooler Vlog. Aber jetzt müssen wir uns ranhalten. Sonst kommen wir zu spät. Let's go. Wundert euch nicht, warum ich AirPods anhabe. Ich schneide gerade Videos während der Fahrt. Ne? Also ich bin nicht verrückt oder so. So, weil ich bin nämlich hier am Schneiden und guck mal, was hier für ein geiler Song läuft. Heute erleben wir den Lifestyle. Plötzlich will jeder dabei sein. Es ist noch lange nicht vorbei, nein. Oh mein Gott, wir sind so aufgeregt. Also wir sind jetzt gerade beim Tierarzt. Also wir haben uns da auch getroffen mit dem Züchter und wir werden den jetzt nochmal durchchecken lassen, den Kleinen. Und dann. Er ist auch schon da. Er ist auch schon da. Und hier stehen einfach Alpakas rum. Ich habe noch nie einen Alpaka gesehen. Sieht man die da? Einfach Alpakas. Okay, komm, wir müssen uns beeilen. Schnell rein. Oh mein Gott, hey. Also, erstens, ihr seht an meinem Grinsen, wir sind überglücklich. Wir kommen jetzt gerade vom Tierarzt, sind jetzt schon eine halbe Stunde Auto gefahren. Und beim Tierarzt hat wirklich alles super geklappt. Also dem Kleinen geht's gut. Er ist kerngesund. Er ist ja ein Rüde, also sein Bereich unten, sein Geschlechtsteilbereich ist alles super. Die Tierärztin hat alles gecheckt, die Haut ist super, sein Fell ist gut, seine Augen sind gut, sein Hintern, alles super in Ordnung. Das heißt, er ist kerngesund, der kleine Racker, und wir haben ihn dann jetzt mitgenommen. Wir sind echt glücklich, dass soweit alles geklappt hat. Er sitzt jetzt quasi hier im Auto, bei Mona auf dem Schoß, in der Decke eingekuschelt und hat ein Söckchen mitbekommen vom Züchter, damit er den Geruch von seiner Family noch hat und nicht direkt alles so überneu ist für ihn. Aber wir sind einfach unfassbar glücklich. Ich bin die ganze Zeit am Grinsen, Mona ist die ganze Zeit am Weinen, aber halt im positiven Sinne, die ganze Zeit am Cry, so, es ist schon verrückt. Ja, wir waren jetzt hier gerade eine kleine erste Runde, nach einer halben Stunde ungefähr. Ja, es ist hier halt ein bisschen blöd, weil es sind halt immer so Raststätten und so, aber wir haben da vorne ein bisschen rein, da war ein Fußweg und da haben wir so eine kleine ruhige Stelle gefunden und da ist er dann mal ein bisschen rumgelaufen und so, und bisher geht es ihm echt super. Er ist aufgeregt, aber er chillt schon voll entspannt bei Mona, sehr klar, die Impfung beim Tierarzt. Die war natürlich, ne, aber dann hat Mone ihn auf den Arm genommen und dann ging es ihm einfach direkt wieder so, er war voll entspannt, so, ah ja, okay, alles gut, so, ne, alles fein. Ja, wir sind auf jeden Fall extrem aufgeregt. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, um gerade die Fahrt auch für ihn so angenehm wie möglich zu machen und das Prozedere im Auto so entspannt wie möglich zu machen, werden wir uns melden, wenn wir zu Hause sind. Ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich alle sehnsüchtig, aber ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Ja, wir wollen ihm das einfach so angenehm wie möglich machen und wir wollen ihn erstmal zu Hause ankommen lassen in Ruhe, damit er erstmal alles kennen kann, schnüffeln kann, gucken kann, so wie und was und wo. Und dann zeigen wir ihn euch und dann erfahrt ihr auch alles Weitere. Deswegen, ne, schön dranbleiben. Und bitte nicht vorspulen, ne, Leute, weil die Spannung darf natürlich nicht verloren gehen, ne? Ey. So, und jetzt geht's weiter ab nach Köln zurück. So, also, wir sind zu Hause angekommen, schon was länger. Und alle Aufnahmen, die ihr gleich im Folgenden sehen werdet, haben wir schon aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr, aber wir wollten das halt strukturiert euch zeigen, ne? Genau. Deswegen werden wir euch jetzt ihn zuerst zeigen und dann alles andere, also wie er hier angekommen ist, was er zuerst gemacht hat und so, das haben wir alles schon gefilmt. Ja, witzigerweise hat er sich jetzt meinen Socken geschnappt hier, meinen dreckigen Socken. Damit läuft er aber damit läuft er die ganze Zeit, den ganzen Tag schon im Mund so rum. Und nein, die Socke aus dem Mund. Richtig süß. So, also es haben unterm letzten Vlog viele Leute diskutiert, was es wird. Viele haben geraten, viele haben auf das gehofft, viele haben auf das gehofft. Um das vorne wegzunehmen. Das war unsere Entscheidung. Wir haben uns nicht von irgendwas beeinflussen lassen. Es hat aber besondere Gründe. Die werden wir euch irgendwann wahrscheinlich im nächsten Vlog oder im nächsten Video
in Ruhe mal erzählen, da werden wir mal drauf zu sprechen kommen. Das soll dann auch keine Rechtfertigung sein, nee, sondern einfach eine Erklärung von uns, wieso, weshalb, warum und genau. So, und ja, das war es jetzt auch zu dem Thema. Genau. Ich würde sagen, ihr seid wahrscheinlich gespannt, hoffentlich, wir auch. Wir zeigen euch den. Was macht der kleine Racker da? Ja, die Fußmatte hat er auch in Beschlag genommen. In Beschlag genommen. Dann hol ihn mal den kleinen Racker. Komm her. Hi, so, also kommt, tut er schon mal gut. Also, als allererstes zeigen wir ihn euch, würde ich sagen. Und dann lassen wir ihn ein bisschen rumlaufen und sagen euch den Namen, oder? Ja. Ja, okay. 3, 2, 1. Oh, da kann er gucken. Kein Akku, schnell auf Akku wechseln. Okay, Gott, man hätte denken können, das wäre jetzt gescriptet, aber nein, tatsächlich gerade leer gegangen. So, voller Akku ist drin. Hallo. Das ist er, der kleine Spatz. Sag mal hallo zu unseren Zuschauern. Hallo. 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 Ja, das ist der kleine Mann. Wir lassen ihn jetzt einfach mal hier ein bisschen rumlaufen im Hintergrund. Also, es ist ein Zwergspitz. Warum, wieso, weshalb? Erzählen wir euch mal in Ruhe. Jetzt geht es erstmal um ihn. Und ich würde sagen, wir zeigen ihn euch kurz mal, wenn er hier rumläuft. Ne? So. Auf jeden Fall schon mega, mega zutraulich. Hätte ich nicht gedacht. Wir waren vorhin ja auch schon ein paar Mal draußen. Er kommt immer zu einem, läuft bei Fuß. Also da ist er auf jeden Fall. Jetzt geh mal zu den Leuten. Zeig mal, wie toll du bist. Ja, komm mal her, kleiner Ricke. Komm mal her. Wie toll du bist. Jetzt ist er auf einmal schüchtern, ey. Jetzt ist er schüchtern, ey. Na, komm mal her. So toll gespielt. Gib mir mal wieder die Socke. Komm mal her. Mal kein Säckchen, die andere gehört ihm aber, ne? Das merkt er bestimmt. Jetzt hat er auf gar nichts mehr Bock. Doch. Jawohl, ja! Das ist das Säckchen, ne? Das ist sein Säckchen. Das ist dein Säckchen. So, und jetzt wollt ihr natürlich den Namen wissen, ne? Genau. Und. Sag, ja genau, sag mal, wie du heißt. Sag mal, wie du heißt. Sag den Zuschauern mal, wie heißt du? Willst du den Namen sagen, Schatz? Warte, dann musst du aber noch ein bisschen zurück mit der Kamera. So, Trommelwirbel. 3, 2, 1. Juli. Wie er in die Kamera guckt. Also, der kleine Racker heißt Juli. Ausgesprochen wie der Monat, geschrieben Y-U-L-I. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wir sind im Juli zusammengekommen und als wir uns auf die Suche gemacht haben nach kleinen Rackern, ist uns dieser hier direkt ins Auge gestoßen, weil ein Bild von ihm angezeigt worden ist, wo er getan hat, als wäre er ein großer Löwe. Können wir euch jetzt gerne mal hier einblenden. Und ich sag so, wie groß und stark er sich einfach fühlt, obwohl er so klein ist. Der ist so goldig und dann haben wir uns die Beschreibung durchgelesen. Und er war einfach abgabebereit. Ja, ihr wisst es ja schon, ne? Am 15.07., also an unserem Tag. Und wir haben einfach gesagt, das ist, hat für uns so eine große Bedeutung. Da sind wir zusammengekommen und Juli ist einfach ein Name, den haben wir so bei einem Hund und generell auch so eigentlich noch nie gehört. Das ist was super Besonderes. Die Schreibweise ist was super Besonderes. Und ja, jetzt heißt du kleiner Mann Juli. Ihr seid so süße zwei, ne? So, das war doch ein perfekter Cut, sag ich mal. Und jetzt sehen wir uns quasi, wenn er hier angekommen ist. Also jetzt blende ich euch alles rückwirkend ein, wie er hier angekommen ist und was alles passiert ist. Und ja, dann seht ihr alles. So, großer, herzlich willkommen zu Hause. Wir sind jetzt gerade angekommen, aber ihr seht das jetzt halt erst im Nachhinein. Gucken, wie er reagiert, der Kleine. Ja, lass ihn einfach mal runter. Mal gucken, was passiert. Komm, das ist ein kleiner Schuh. Oh, das ist aber ein Fuß. Ui. So. Er ist rutschig hier auf bei uns auf dem Boden, ne? Das ist dein Kuscheltuch. Er traut sich gar nicht. Ja, lauf. Ist groß hier. Ja, komm her, Juli. Komm. Vorhin draußen, als wir auf dem Gras ein bisschen gespielt haben, ist er voll rumgetobt und jetzt weiß ich gerade gar nicht, was los ist. Er ist gerade halt wahrscheinlich komplett überfordert. Ja, guck ruhig. Oh,
Nein. Oh, so süß. Emma, aber du machst dich jetzt immer Platz. Der Arme, ey. Wird gut. Beide eingeschlafen. Es ist einige Zeit vergangen und es ist die Zeit fürs erste Mal bürsten. Oh ja, fein. Ganz fein, Großer, ganz fein. Oh, was ist das Schönes? Ja. Nee, das ist doof. Ich glaube, ihn hat das gar nicht. Oh, okay. Nö. Dann kennen wir dich halt, wenn du liegst. Alter, ist der nicht absolut ein Traum? Der ist so süß, der Kleine. Sein Gesicht ist einfach. Einfach. Hey, komm her. Ja. Oh. Hallo. Hallo. Wollen Sie was sagen? Ein Interview. Jetzt komme ich schon wieder da. Ja, hallo. Was sagen Sie zur aktuellen Hundelage? Oh, wie süß. Ja. Ne? Leute, schreibt mal bitte rein, wenn ihr euch noch an den Vlog erinnern könnt. Den haben wir auf Monos Kanal hochgeladen. Ja. Schreibt mal rein, aus welchem Vlog das war. Das waren noch Zeiten. Er kommt jetzt mal in Bewegung. Er war vorher echt noch schläfrig vom Tierarzt und so. Ja, fein. Also, es ist wirklich unglaublich mit dem Kleinen. Da ist er. Wir waren jetzt quasi gerade auf dem Weg nochmal mit ihm unterwegs und zwar zum Futterhaus. Das Geschirr, was wir ihm geholt haben, finden wir irgendwie nicht so nice und das passt irgendwie nicht richtig und so. Wo ist er? Da. Und nicht wundern, warum er hier frei rumläuft. Ja, ja. Hier kann nichts passieren. Wo ist er denn? Da. Deswegen läuft er hier einfach frei rum. Traust du dich, Jung? Wir müssen den Müll noch mitnehmen. Ja, ja. Aber da hebe ich dich jetzt, weil da ist eine große Lücke. Jawohl. Und auf jeden Fall, warte, ich vlogge noch ganz kurz zu Ende, bevor das Licht wieder so blöd wird. Auf jeden Fall ist das Geschirr doof. Wir fahren jetzt zum Futterhaus und richtig, richtig witzig. Wir sind gerade auf dem Weg, ne, hat Ben angerufen. Ich bin so dran gegangen. Ich so, ja, ja, klar, wir haben eine Minute, kein Problem. Und genau dann in dem Anruf hat er gepinkelt in der Wohnung und ein Häufchen gemacht. Wären wir losgegangen, hätte es genau gepasst, dass wir draußen gewesen wären. Richtig blöd, aber ey. Alles gut. Ja, nee, da hast du noch ein bisschen Zeit für. Ja. Eine Sache wollte ich auch noch erzählen, richtig süß. Vorhin, als wir den ersten Stopp gemacht haben, wir sind so gegangen und das war ja der erste Freilauf von ihm quasi so. Und er geht so und irgendwann kommt so ein Gulli. Und da sind ja immer diese vier kleinen Löcher drin. So, ja. Und ich sag so, Juli, aufpassen. Und er läuft und war voll happy, dass er mal draußen ist. Und rutscht mit, weil das Loch ist ja so groß und geht so und rutscht mit diesem einen Bein halt ins Loch runter und guckt so, cool, geht weiter und rutscht dahinter wieder in dieses kleine Loch, guckt so, na gut, okay, und geht weiter. Oh mein Gott, jetzt kriege ich schon den nächsten Anruf hier. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier heute los? So, ich gehe jetzt einfach mal nicht ran. So, der kleine Racker im ganz neuen Gewand. Oh, zeig dich mal. Ja, schön. Schick, schick, der ist ganz müde, der Kleine. Macht jetzt auf jeden Fall ein bisschen Haie auf Mamas Arm. Nö. Gerade schon eingeschlafen. Ja. Wir haben ihn durch den Laden getragen und er ist schon eingeschlafen. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich normalerweise, Kleine so süß und so, aber ich würde ihn halt immer so auch zum Schlafen hinlegen. Ich weiß aber auch nicht, wenn er mit meinem Arm ist, wird sich voll bescheuert, aber ist das voll ruhig, auch vorhin beim Tierarzt schon. Ja, und hat auf jeden Fall ein schönes neues Gewand. Ist erstens ein bisschen sicherer, zweitens einfach nicht so umständlich dran zu machen. Ja, und drittens gefällt uns ein bisschen besser als das andere. Da haben wir uns wirklich ein bisschen Fehleinkauf. Es haben sogar zwei, drei Leute reingeschrieben, aber klar, man will es natürlich auch selber erst ausprobieren, ne? Aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall, dass es nicht das Wahre ist, ne? So, Mono macht uns jetzt was zu essen. Wir sind wieder daheim angekommen, der kleine Racker. Macht gerade ein Nickerchen. Ich kann ja mal gucken. Ja, warte mal. Ja. Er macht ein Nickerchen und wir gucken The Ranch nebenbei. Ja, und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Da wir aber nicht viel da haben, gibt es nur Nudeln mit Spinat. So, und der kleine Racker hat sich den Tag über so ein bisschen geziert zu essen. Und jetzt ist er gerade dabei. Wir versuchen ihn mal zu beobachten. Und er frisst. Nein. So, wir sind im Bett. Oh, völlig kaputt. Aber mit dem kleinen Racker hier
Jetzt geht's gleich in die erste Nacht. Wir sind, ja, Bettchen ist schon alles aufgebaut, aber das erklären wir euch im nächsten Vlog in Ruhe, wie wir das machen und so. Ich bin einfach auch fertig. War ein super schöner, aber auch anstrengender Tag. Der Vlog ist doch schon eigentlich vorbei, aber es gibt noch eine ganz, ganz coole Sache anzukündigen für euch. Und zwar hat Juli seinen eigenen Instagram-Account und der ist hier in der Videobeschreibung verlinkt, boah, ich kann nicht mehr reden, und hier eingeblendet, der echte Juli, das heißt, der gehört zur der echten Familie. Der echte Kobi, die echte Monat, der echte Juli. Genau, passt eigentlich ganz gut. Dazu werden wir aber auch in den späteren Vlogs noch was sagen. Ihr könnt nur, wenn ihr Bock habt, da schon mal vorbeischauen und gerne da folgen. Genau, wir machen uns jetzt ab ins Bett. Schreibt gerne eure Meinung zu allem in die Kommentare, wir sind allem offen gegenüber, schreibt einfach rein, alles gut, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Ja, mach ich ganz ehrlich. Bis dahin. Ciao, ciao.